Ja, es gibt eine ganze Menge Bücher übers Abnehmen, relativ wenige Bücher übers Zunehmen. Und wir haben aber heute in der Tat in unserer Überflussgesellschaft beide Phänomene, nämlich einmal Menschen, die aus unerklärlichen Gründen, wie sie sagen, dauernd zunehmen. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch Menschen, die oft aus modischer Motivation heraus versuchen, wie ein Model auszusehen, die sich oder die beispielsweise im Ballett tätig sind, im Tanz, die also Idealfiguren anstreben, die eben eher einen Strich in der Landschaft bedeuten. Und ich habe mir nun in der Praxis viel Gedanken gemacht, was könnte denn der wahre Hintergrund sein? Was könnte denn die Ursache sein, dass einige Menschen sagen, ich brauche bloß was angucken, dann nehme ich schon zu, oder andere sagen, ich brauche bloß Essen sehen, wird mir schlecht, ich kann nichts mehr zu mir nehmen. Und da ist mir also eine Erkenntnis zuteil geworden, nachdem ich mich ein bisschen mehr für das innere Wesen dieser Menschen interessiert habe. Und die Erkenntnis ist, dass der übergewichtige Mensch in seinem Innersten ganz feinnervig ist, ein ganz feines Seel, ein Seelchen ist, und dieser Mensch das Gefühl hat, ich hebe bald ab, also ich bin zu leicht, und deshalb versucht, über Nahrung, also über physische Materie, wieder in die Erde zu kommen und deshalb eben auch manchmal unkontrolliert isst oder einfach auch zu viel isst und deshalb zunimmt. Beim magersüchtigen Menschen ist mir aufgefallen, dass was sie eint, ist, dass sie sich zu schwer fühlen, zu schwergängig, zu hart, zu massiv und sie deshalb versuchen eben auch über die Physis leichter zu werden und deshalb also die Nahrung verweigern. Nachdem mir das mal klar geworden ist, ist mir auch die ganzheitliche Zugehensweise auf die beiden Themen ein bisschen deutlicher geworden. Im Zentrum steht für mich die Homöopathie. Sie bietet die Möglichkeit, miasmatisch, konstitutionell und organotrop ganz gezielt auf die Thematik einzugehen und natürlich auch die emotionale, mentale, auch sogar die physische Ebene zu erreichen. Aber das reicht natürlich nicht aus, sondern es geht ja auch um die Ernährung und hier steht für mich so im Zentrum, dass beispielsweise verschiedene Arten von Säften, also Rohsäfte oder auch Dicksäfte, in der Lage sind, sowohl ab- als auch zuzunehmen, indem also so ein hochwertiges Heilnahrungsmittel zu sich genommen wird, was auch vom Körper innerhalb kurzer Zeit hundertprozentig verdaut werden kann, verwertet werden. Dann natürlich auch die Konfliktlösung, also auch die psychologische Seite, dass man einfach gemeinsam erarbeitet, warum fühle ich mich zu schwer und was gibt es für andere Alternativen als Nahrungsentzug oder warum fühle ich mich zu leicht in meinem Leben und deshalb also die Nahrungszufuhr und was gibt es da für Alternativen? Das würde ich mal sagen, sind so die Kernthemen, die ich jetzt auch in diesem sehr schönen Buch verwirklicht habe. Und man sieht es ja auch, es geht wirklich immer um das Ganze, denn das gehört auch zum Menschsein, dass man zu Zeiten ab- oder zunimmt, genau wie der Mond auch. Wir sind also auch vom Mond beeinflusst und deshalb macht es auch Sinn zu sehen, es gibt einen Bereich, wo wir pendeln und es gibt einen Bereich, wo es einfach zu viel ist. Und dann ist sicherlich auch eine ganzheitliche Therapie nötig.